Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja, wir haben hier noch ein paar nackte Autos, die werden wir alle noch ein bisschen modifizieren, nach und nach. Also wir sind ja bei Scrap Mechanic, also das Spiel ist der Wahnsinn. Ich muss sagen, ich bin total begeistert, aber es ist halt auch super kompliziert, sich hier so Sachen zusammenzubauen. Man muss das ganze Prinzip und jedes Bauteil eigentlich richtig verstehen, damit man hier vernünftig was machen kann. Und so, ich habe überlegt, dass wir uns vielleicht noch so ein Carport bauen. Oder vielleicht sogar eines, wo wir hier das so als Anbau haben, mit so einem Durchgang ins Haus. Ja, ich weiß nur nicht genau, ob wir das jetzt bauen, weil ich habe auch noch andere Sachen, Lust auf andere Sachen. Ich würde sagen, wir können ja schon mal hier anfangen mit dem Grundriss. Ich würde sagen, wir machen das hier so auf die Breite des Hauses auch, so dass es einfach direkt hier so dran kommt. So, und dann mache ich hier erstmal wieder die Basis aus Holz. So, das soll auch ruhig, kann auch ruhig ein bisschen größer sein. Ja, ist natürlich doof für die Fenster, die wir da haben, ne? Die können wir dann vergessen, aber naja, ist ja nicht so dramatisch. Die bauen wir dann einfach hier ran. So, und ich denke mal, das ist so erstmal vernünftig. Und dann brauchen wir natürlich so eine Rampe. Kann nicht schaden. Ich guck, oh Gott. Wow. Größer als ich dachte. Gibt es das auch in klein? Ist es das hier vielleicht? Aha. So quasi, damit man da besser rauffahren kann. Ja, wir können natürlich. Das ist auch ganz schön steil wieder, ne? Naja. Ist auf jeden Fall besser, als direkt auf die Kante rauf zu donnern. So, wir können es hier vorne sogar richtig schön. Oder nicht? Nee, doch nicht. Ich dachte, man kann da auch den so richtig schön in die Ecke ran machen. Hat er mir das nicht hier eben vorgeschlagen? Ah, nur so. Okay, das bringt uns nichts. So. So. Und dann wollte ich nämlich, weil wir wollen ja nicht nur Sachen hier bauen, es ist ja kein Minecraft hier, wir wollen ja auch Funktionen. Und ich würde sagen, wir machen ein Tor, was uns quasi, was auf und zu geht automatisch, sodass wir da hier reingehen und dann quasi hier ins Haus gehen können. So, als erstes brauchen wir aber wieder, ich würde auch sagen, dass wir das aus Holz machen, oder? Sieht dann einfach einheitlich aus. Ich habe jetzt nur keinen Schimmer, wie hoch wir das am besten machen. Aber ich denke mal. Ja, ich guck gerade mal. Vielleicht machen wir auch eine Dachterrasse. Da drauf. Ja, warum nicht, ne? Das lässt sich doch super verbinden. Gucken wir mal hier oben. Dann machen wir das genauso hoch wie hier. Und so, dass wir von hier vielleicht dann vom Balkon aus darüber gehen können oder vielleicht sogar vom Bett von hier aus. Oder hier, machen wir die Pflanze weg und dann hier so eine Tür. Das ist doch cool. Das würde ich machen. So, dann muss ich mal kurz gucken. Ich mache hier mal nur, dass wir die Höhe haben. Oh, nee. So. Q, Q. Also, das ist die Höhe, die wir brauchen. Das ist jetzt nur so als Info. Das mache ich gleich wieder weg. So. So, und dann können wir das hier wieder wegmachen und das hier wieder wegmachen und das hier wieder wegmachen. Und so, dann haben wir es wieder geflickt. So, das ist nämlich die Höhe, die wir brauchen.
So, hier machen wir dann das Tor rein. Da haben wir jetzt einen Abstand von 2. Und hier auch. Jetzt brauchen wir natürlich wieder die Höhe, ne? Aber wir müssen ja sowieso hier oben eine Befestigung, so ein Dach machen. Machen wir ein oder zwei. Machen wir mal zwei. Und dann nähern wir uns hier so langsam an. So. Wunderbar. So, ist nur doof, ne, dass hier dieses Ding da im Weg ist und uns immer schön die Mittagssonne hier nimmt. Aber gut, ist jetzt nicht so wild. Ja, und ich würde sagen, bevor wir hier den ganzen Schnickschnack machen, würde ich wirklich gucken, dass wir hier ein Tor hinkriegen. Muss ich mal überlegen. Also, wir brauchen auf jeden Fall, das hat ja bei der Tür schon immer super geklappt. Wir brauchen hier zwei Halterungen, ne, damit wir hier erstmal was haben, was da runter baumeln kann. So, und dann gibt es hier, glaube ich, die hier würde ich mal ausprobieren. Ob man die vielleicht hier so. Sieht, glaube ich, nicht schlecht aus, ne? Oder sonst hätte man auch weiße Blöcke nehmen können, aber die sind ja sowieso immer so ein bisschen gewellt. So, jetzt müssen wir die Daumen drücken, dass das hier. Okay, das passt natürlich nicht. Ist aber nicht so wild. Also 1, 2, 3. Dann machen wir hier vom Haus noch zwei Blöcke. So, das hier kann erstmal wieder weg. Und hier ein Block. Und jetzt können wir die hier ranbasteln. Also wieder dieser Scharniere. Und dann. So, und da passt ordentlich was rein. Aber wir haben ja auch ordentlich Fahrzeuge. So, man kann leider immer nur ein. Ist die Frage, hält er jetzt hier dran oder hängt er oben dran? Ich weiß es nicht. Komme ich da nicht irgendwie noch ran? Sonst mache ich so. Oder wir machen das. Lassen den erstmal. So, bei denen hier ist es egal. Ich glaube, hier ist es auch egal, ne? Wir sehen das Ergebnis dann ja am Ende. So. So, und jetzt gehe ich mal rein. So, und hier können wir eigentlich dann die Tür reinhämmern. Die Fenster würde ich dann eh dicht machen. Okay, das ist hier jetzt doof. Machen wir die hier hin. Das ist besser. Gut. Also, wir brauchen jetzt diesen Controller wieder. Ich liebe ihn. So, weil das immer so super klappt mit dem Teil, was wir bisher vorhatten. Dann brauchen wir den Elektromotor. So. Machen wir, hängen wir hier in die Decke. So.
Dann müssen wir das verbinden. So, jetzt muss ich mal überlegen. So, gucken wir mal. Ach, die müssen hier mit? Nee. Das verstehe ich dann immer nicht, ne? Warum müssen wir die erst hier verbinden? So, rot, 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 rot. Warum ist denn der so anders? Naja, ist egal. So, gucken wir mal. Jetzt verbinden wir das hier mit. Müsste der jetzt hier mit? Ist auch hier mit, ne? Nee. Hä? Geht das sonst ohne? Weil wir brauchen ja auch noch einen Knopf, ne? Den mache ich jetzt erstmal nur testweise hier mal hin. Aha. Aber die haben ja. Wo kommt denn der Saft dann hin? Das verstehe ich jetzt nicht. Egal. Wir probieren es erstmal weiter. Das finde ich irgendwie so komisch. Und das Ding steht ja völlig falsch. So. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben. Ich probiere das mal aus mit 2x90. Einfach nur mal so testweise. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal gut. So, die hier waren dann tatsächlich an dem Holz befestigt. So, jetzt können wir hier aber auch wesentlich besser ran. So, zack, 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 zack. So. Einer wäre noch gut, ne? Ich weiß nicht, ob das denn vielleicht Probleme gibt. Sehen wir dann ja gleich. Naja. Ist ein bisschen doof, ne? Dann schließt der nicht komplett. Nehmen wir hier wieder überall einen weg. So. Dann haben wir da einen kleinen Vorsprung, aber ja, vielleicht können wir da irgendwie was. Ist auch egal. Geht halt nicht anders. So. Was ich aber gerne machen würde, das wäre, dass wenn wir hier raufdrücken, dass der aufgeht und danach wieder zu. So vollautomatisch, sodass wir nur reinfahren müssen. Und ja, dann nach einer Zeit das wieder zugeht. Deswegen mache ich den hier hinten mal. Die hier zwischen sind Pausen. Und dann mache ich mal auf Slow. Und dann probieren wir es mal aus. So, ich mache ihn erstmal zu. So, und wir würden jetzt quasi hingehen. Zack. Dann geht die auf. Dann fahren wir rein. Und irgendwann geht sie wieder zu und Schatz, hallo, wir sind wieder zu Hause und so weiter und so fort. Das klappt ja schon mal ziemlich gut. Und damit wir nicht immer aussteigen müssen und von außen hier das Ding aufmachen müssen, habe ich mir jetzt gerade überlegt, dass wir hier vorne vielleicht uns eine Lichtschranke bauen, ne? Dass wir irgendwie, was weiß ich, von hier so ein Teil. Und dann machen wir hier den Sensor rein. So, und dann müssen wir den noch verbinden. Jetzt sehe ich nichts.
Wieso geht das nicht? Was soll das jetzt wieder? Sobald ich den ziehen möchte, ist die Strecke vielleicht zu lang. Wenn wir hier jetzt so einen hinbauen. Ach so, warte, wir haben den ja hier noch in der Leiste. Toll. Okay, dann ist die Strecke ist der zu weit weg. Gut. Ach nee, der ist nicht auf der gleichen Ebene, ne? Der weiß dann nicht. Ah, das geht nämlich nicht. Der muss auf der gleichen Ebene sein. Das ist natürlich jetzt doof. Dann müssen wir hier so ein. So. Und machen den dann hier ran. So, aber das ist ja eigentlich jetzt falsch, ne? Der muss ja jetzt wieder zugehen. Wir können das jetzt gleich mal ausprobieren. Schnappen wir uns mal hier ein Gefährt. So. Ach, vielleicht nehmen wir mal hier was Seriöseres. Nicht den komischen Bus, wenn man das überhaupt Bus nennen kann. Sondern nehmen wir mal hier unser ganz normales Auto. Das ist natürlich noch nicht fertig. Das bauen wir auch noch fertig. Ich verspreche es euch. Nur erstmal möchte ich das Spiel kennenlernen und spielen können, bevor wir hier uns an irgendwelche Sachen wagen. So, dann fahren wir hier hin. So, dann Achtung, gehen wir hier hin. Oh, die ist ganz schön klein, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und hallo. Und Garage ist voll. Den müssen wir umbauen, würde ich sagen, dann noch, ne? Meine Herren. Aber in der Theorie, es funktioniert. So, das Ding hier können wir wegmachen. Jetzt brauchen wir hier dann, wie gesagt, hier den Durchgang. Und dann haben wir hier tatsächlich auch noch eine richtig geile Dachterrasse. So. Und dann können wir hier wieder so einen Balkon ähnlich drei hoch machen, ne? Ja, so, dann können wir hier draußen ein bisschen grillen. Guck mal hier, dann können wir das hier eigentlich zumachen, wobei das eigentlich immer noch ganz nett ist so. Ja, passt doch. Und wenn wir das Auto haben möchten, ja, das ist jetzt. Okay. Das ist jetzt ein Problem. Dann müssen wir hier vielleicht von innen auch noch einen Knopf rein anmachen, ranmachen. Das ist jetzt doof, ne? Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, was los ist, wenn wir hier. Schande. Ist ja doof. Müssen wir da noch einen zweiten Klotz dann dranhängen? So, diesmal richtig rum. Nee, geht nicht. Ha, das ist jetzt natürlich doof.
Und dass das immer direkt wieder. Also vielleicht wäre ein Knopf doch besser. Das ist mit einer Lichtschranke ist zwar ganz nett, aber vielleicht ist ein Knopf doch besser. Aber dass wir die nicht miteinander, kann man hier keine so eine, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, auch beim Licht quasi, ne, so Wechselschaltung oder so hier ranbauen. Ist ja doof. Da müssen wir ja, wenn wir das Auto haben, dann parke ich nie in der Garage. So, dann müssen wir uns beeilen. So. Ja, das ist ja toll. Schau mal, einen Lowrider können wir hier draus machen. Ja, das ist ja. Ist zwar ganz cool, aber ist auch irgendwie doof, ne? Naja, ich mache hier trotzdem einen Screenshot von. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann möchte ich mal was ganz Besonderes ausprobieren. So eine Art S-Bahn. Mal gucken. Also, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, Leute. Macht's gut. Bis dann.